Und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind wieder bei Leisure Suit Larry, Wet Dreams Dry Twice. Das müsste Folge 19 sein. Ihr seid übrigens auf YouTube, wenn ihr das jetzt hier bei Twitch seht, seid ihr natürlich live. Klar, logisch, weil Twitch ist live. Ich muss das immer nur Leuten sagen, das ist live. Ich habe nicht überbezahlte Leute mit einer Zeitmaschine, die das alles nachmachen. Das würde sich, glaube ich, finanziell nicht so rechnen. Auf YouTube seid ihr aber gerade mal ein paar Tage zurück, also macht euch keine Sorgen. Also ihr verpasst nichts. Das Ding ist also nahezu wirklich live. So. Ich habe keine Ahnung, was wir machen wollen. Ist immer eine gute Geschichte. Ich weiß, dass wir irgendwo ein Buch suchen sollen. Und ich weiß, dass wir nach einer Orchidee suchen. Das weiß ich. Das war's dann auch. Da wächst eine hübsche Orchidee. Das ist die falsche. Das hatten wir, glaube ich, schon. Also es muss eine blaue sein, das wissen wir schon mal soweit, aber... Komm, macht mal eben schnell hin. Ein dichter Busch. Hoho. Vielleicht haben die Typen das Witzebuch hier reingeworfen. Das wäre super. Haben sie das auch? Da liegt ein Buch im Busch. Das muss das Witzebuch von Louis sein. Okay, dann kann ich schon mal mit dem tauschen. Du liebe Zeit. Diese Witze sind ja sogar noch älter als ich. Okay. Das heißt was. So, jetzt können wir mal eben kurz noch was anderes probieren. Ich guck mal, ob ich mit diesem komischen System da irgendwas machen kann. Dem hier. So kann ich das nicht bedienen. Da fehlt noch etwas. Ja, das kriegen wir hin. Ist es wurscht, in welcher Reihenfolge wir das machen? Die Steinscheibe passt genau drauf. Welch Zufall. Da wäre ich schon selber drauf gekommen. Die Steinscheibe passt genau drauf. Großartig. Sagst du das jetzt nochmal? Die Steinscheibe passt genau drauf. Jetzt scheinen alle Scheiben eingesetzt zu sein. Das ist okay. Jetzt verstehe ich den Gag auch. Irgendwie so eine Mütze, ne? Egal, ich kann ja notfalls nochmal gleich gucken. Okay, das weiß ich nicht mehr. Aber das finden wir raus. Da gehen wir einmal kurz nach links. Gucken uns das mal an. Da geht es in die... Da müsste erstmal der riesige Stein... Ja, du sollst gucken. Da geht es in die... Ist ja doof. Wenn du das wohl gucken solltest. Da ist ein Loch im Fels. Ich kann durch das Loch was erkennen. Du bist der größte, Larry. Okay, die rechte Hand. Okay, alles klar. Dann habe ich nur die Hand falsch. Also, wobei jetzt die rechte Hand... Macht eure politischen korrekten Witze bitte selber. Schreibt sie jetzt in die Kommentare. So, zack. So, das wäre richtig. Der Sockel ist fest. Da kann was hingelegt werden. Okay. Kerze.
Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Okay. Gute Idee, aber... Das ist gut, so wie es ist. Okay. Was passt denn da hin, was man da hinlegen kann? Schwarzer Stift macht keinen Sinn. Okay. Da kann ich das noch gar nicht machen. Egal. Egal. Also. Können wir denn jetzt einfach von Insel zu Insel? Geht das? Das ist gut, so wie es ist. Damit kann man wieder in See stechen. Das ist gut. Ja, mach doch. Kann er nicht? Dann mache ich das jetzt hier rüber. Eine Seefahrt, die ist lustig, die ist schön, bis einer weint. Tröstlich ist nur, dass der Tod auf dem Meer nicht durch Salzmangel zustande kommt. Aber wirklich angenehm ist er nicht, wie alle anderen Todesarten auch. Deine Grundausbildung als Seebär hast du nicht bestanden, also reiß dich jetzt zusammen, damit das nur ein einziges Mal passiert. Denk an den Polarstern, Larry. Warum? Wissen wir nicht, weil wir konnten es nicht mehr lesen. Okay, man kann also anscheinend nicht so reisen. Ich möchte aber gerne so reisen. Pi, warum ist diese Insel eigentlich nach Muffington benannt? Das ist doch einer der Gründerväter. Ich glaube, das war die einzige Insel, die noch keinen Namen hatte. Na, immerhin. Was gibt es hier sonst noch? Die Gründerväter haben hier viel Zeit verbracht. Und Reginald Cockburn soll hier begraben liegen. Vielleicht findest du eine Spur von ihm. Und ich muss irgendwie mit Faith reden. Sie und die anderen Kannibalinnen müssen mir vertrauen. Kannst du noch was über Muffington Island erzählen aus dem Dossier? Die Insel gilt auch als Geisterinsel. Eine gruselige Schwesteroberin soll hier rumspuken. Oh, spannend. Vielleicht finde ich sie ja. Apropos gruselig, der da hinten sieht schon etwas bedrohlich aus. Dann quatsch doch mit ihm. Was für ein gut aussehender Mann. Oh, das bin ja ich. Schleimer. Okay, wir haben einen Ach, Handspiegel ist doch schon mal schön für einen Lichtstrahl, oder? Oh, ein Männerskelett. Das ist zu weit weg. Okay. Kuschelig. Fast schon zu kuschelig. Einziehen will ich nicht direkt. Sogar für Kannibalinnenverhältnisse etwas außergewöhnlich. Hallo? Ich bin Larry. Hallo, mein Name ist Otis. Du scheinst ziemlich mutig zu sein. Warum? Ich meine, du bist doch ein Mann, oder? Und wie? Eigentlich müsste ich dich jetzt in unser Gefängnis werfen. Nicht nötig, da war ich schon. Was? Nichts. Naja, ich mache mal eine Ausnahme. Das ist aber eine sehr männliche Kannibalin, ja? Gefällt es dir in diesem Stamm? Naja, geht so. Ich darf nicht im Dorf wohnen, sondern habe meine Hütte hier außerhalb. Warum das denn? Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass ich anders bin als die anderen Kannibalinnen. Dabei bin ich schon seit der Gründung des Stammes dabei. Und, also, ich glaube ja, du bist... Wie formuliere ich das am einfühlsamsten... Du bist mindestens mal divers. Hä? War das so richtig benutzt, Pi? Bin ich sensibel genug?
Total, Larry. Du bist unglaublich sensibel. Sensibel reimt sich auch auf Schniedel. Pi, bist du noch da? Nein, ich habe mich bei deinem Gerede in den hintersten Winkel meines Speichers verzogen. Ich weiß jetzt nicht, wovon du redest. Jedenfalls, Ich bin so durcheinander. Ich weiß nicht so genau, was ich eigentlich bin. Das ist alles so verwirrend. Was weißt du über den kleinen Kerl im Gefängnis? Oh, den finde ich irgendwie gruselig. Der guckt immer so komisch und leckt sich dabei über die Lippen. Und wohin der sich überall greift. An solche Körperstellen käme ich gar nicht ran. Der hat mich letztens so zur Weißglut getrieben, dass ich ihn geschnappt und gewürgt habe. Aber das gefiel dem sogar. Ich habe sofort aufgehört. Und da war er richtig enttäuscht. Er meinte, er hätte fast eine sexuelle, außerkörperliche Erfahrung gehabt. Hoffentlich ist er bald dick genug, damit wir ihn essen können und ich seine Stimme nicht mehr hören muss. Was kannst du mir über die Schwester Oberin erzählen? Die Schwester Oberin? Du solltest besser nicht über sie reden. Sie ist immer in der Nähe und beobachtet uns. Wenn wir irgendwas tun, was ihr nicht genehm ist, passieren schlimme Dinge. Warum tut ihr nichts gegen sie? Wenn das so leicht wäre. Auf mich hat sie es besonders abgesehen. Ich bin ihr Neffe. Ach was? Sie nennt mich jedenfalls so und meint, in ihrer Familie seien alle ordentlich. Also müsste ich das auch sein. Okay. Du musst lernen, dich selbst zu akzeptieren, wie du bist. Wie das denn? Ich erzähle dir meine besten Tricks, natürlich. Ich erzähle dir meine besten Tricks, wie man Frauen rumkriegt. Dann sag mal. Ja, das lässt sich jetzt nicht einfach so in einem Satz zusammenfassen. Ich hab Zeit. Also nun, das ist eigentlich ein ganzes Seminar, das ich abhalten müsste. Na, dann verrate mir wenigstens deinen besten Trick. Wechseln wir lieber das Thema. Bevor er merkt, dass das doch nicht dein Fachgebiet ist? Ruhe. Okay. Ich muss weg. Iss keine Gliedmaßen, die du nicht kennst. Okay, was haben wir da Schönes? Was war das denn für eine Logik? Das heißt, ich gehe da wieder ins... Da geht es nach draußen, aber davor steht eine Kannibalin. Huhu! Kannst du noch mal reinkommen? Was denn jetzt schon wieder? Wie lange lebt ihr eigentlich schon auf der Insel? Oh, schon richtig lange. Aber weißt du, wo du vorher gewesen bist? Ich kann mich nur ganz dunkel erinnern. Da war ich noch ganz klein. Aber das macht nichts. Wir leben hier schließlich in einem Paradies, solange wir uns an das heilige Buch halten. Das kennen wir schon, oder nicht? Kann ich eine Audienz bei der Königin bekommen? Natürlich nicht. Die Königin hat strenge Anweisungen gegeben, dass sie nicht gestört werden darf. Warum denn? Was macht sie die ganze Zeit? Sie sagt, sie organisiert uns. Du musst zugeben, dass das wie eine Ausrede klingt, um ein Nickerchen zu machen. Ruhe! Was ist euer heiliges Buch? Darin stehen alle Regeln, wie wir ein gutes Leben führen. Es sagt uns, was richtig und was falsch ist. Das Buch ist schon richtig alt, aber es war kaputt. Zum Glück haben wir es wieder zusammensetzen können. Aber manchmal würde ich gern auch mal die Sachen ausprobieren, die falsch sind. Wer möchte das nicht? Aber immer wenn wir etwas tun, was nicht den Regeln im Heiligen Buch entspricht, sucht uns die Schwester Oberin heim. Sie zieht dann durch unser Dorf und jagt uns Angst ein. Ich habe letztens mit Otis geredet und da habe ich gemerkt, wie gut sie riecht. Irgendwie so herb. Anders als alle anderen hier. Das hat mich neugierig gemacht, aber da ist die Schwester Oberin erschienen und hat mich angebrüllt, dass ich meine Finger bei mir behalten soll.
Aha! Was Otis angeht... Was ist mit ihr? Also, du bist schon irgendwie neugierig auf sie? Ja, sie hat schon etwas an sich, das ist irgendwie männlich. Die Schwester Oberin darf das nicht hören. Natürlich. Ich bin schon neugierig, wie es wäre mit ihr. Du weißt schon, ist das normal? Ich glaube, ich bin die Einzige hier, der das so geht. Schwester, wenn du diesen Typen fragst, was normal ist, bist du an der falschen Adresse gelandet. Ruhe, Pete. Das ist völlig in Ordnung, wenn du dich zu ihm, zu ihr hingezogen fühlst. Schließlich hast du mir auch schon in die Hose geguckt. Hast du schon vergessen, dass das nicht unbedingt repräsentativ ist und vielleicht eher abschreckt? Ich schalte dich gleich aus. Vielleicht redest du einfach nochmal mit Otis. Das geht nicht. Ich muss hier doch Wache halten und kann nicht einfach weggehen. Und wie soll ich wissen, dass mich wirklich interessiert, wie es in seiner Hose aussieht? Vielleicht lässt sich da was machen. Alles klar. Bis später. Alles klar. Also machen wir jetzt Postillon d'Amour. Können wir jetzt hier einfach raus? Der ist zu weit weg. Mein Arm ist zu kurz. Muss ich das Rätsel jetzt nochmal machen? Nö, ne? Das war letztes Mal schon eine Dummheit. Ich hab schon ein ganzes Skelett in meinem Körper. Okay, einfach so verlassen. Was? Wie bist du rausgekommen? Ich habe nur die Toilette gesucht. Zurück mit dir! Okay, also das geht nicht. Zurück. Okay. Also da nicht lang gehen. So, wo muss ich denn lang? Wo darf ich denn lang? Da darf ich lang. Ist da so eine abgestürzte Boeing? Okay. Diese Wendy findet dich interessant. Echt? Das... Das wäre ja toll. Du magst sie auch? Wenn ich sie anschaue, passiert da unten irgendwas. Das kommt mir bekannt vor. Also, du bist interessiert an Wendy, sie ist interessiert an dir. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob sie wirklich auf mich steht. Schau dich doch mal an, ein Mann wie du. Deine barbarenhafte Behaarung. Und dann... Deine sonore, starke Stimme. Und erst... Dein durchdringend männlicher Blick. Also? Du hast recht. Ich bin wirklich total männlich. Hm. Vielleicht sollte ich es wirklich wagen, auf Wendy zuzugehen. Aber wie kann ich sie neugierig auf mich machen? Nun, du hast ja diesen Lendenschurz an. Ja, der gibt mir viel Freiheit untenrum. Und alles baumelt so schön. Ich habe gelernt, dass die Leute sich heutzutage gegenseitig Fotos schicken von... Du weißt schon. Was ist ein Foto? Lass mich einfach mal machen. Wendy wird begeistert sein. Wenn du das sagst. Okay. Da will ich nicht so genau hingucken. Weil du am Ende noch neidisch wirst? Das habe ich nicht gesagt. Okay, halt mal still. Ich mache ein Foto. Tut das weh? Nur, wenn man es ins Internet stellt. Wohin? Hm, reden wir lieber nicht darüber. Ach, ich glaube, ich will gar nicht so genau hinschauen. Verpixelt. Immer ein guter Gag.
Hier bist du raus. Zurück. Okay, so geht's also nicht. Huhu, kannst du noch mal reinkommen? Was denn jetzt schon wieder? Ich habe hier ein Foto, das dich interessieren könnte. Zeig mal. Oha, so sehen die also ungegrillt aus. Sind die alle so behaart? Kommt drauf an, wo man sich alles rasiert. Also, mir gefällt das. Vielleicht solltest du mit Otis darüber reden. Das ist eine gute Idee, aber ich darf eigentlich nicht von meinem Wachposten weggehen. Ich passe hier für dich auf. Vielleicht reicht das schon. Ich bin ja schon so neugierig. Otis kann es auch kaum abwarten, dich zu sehen. Viel Spaß! Ja. Das hat doch geklappt. Da soll noch mal sagen, Dickpics bringen nichts. Sehr gut. Der Weg ist frei. So. Das ist das heilige Buch der Kannibalinnen. Es sind lauter zerfledderte Seiten. Da steht beispielsweise: Du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau. Es ist ein Gräuel. Oder hier: Wenn jemand bei einem Manne liegt wie bei einer Frau, so haben sie getan, was ein Gräuel ist. Also liegen sie nur bei Frauen. Ganz logisch. Das findest du logisch? Oder die Stelle hier: Denn ich sage euch, keinem der Männer, die eingeladen waren, wird mein Abendmahl schmecken. Also lassen sie sich Männer schmecken. Nur konsequent. Ich hoffe, du baust dir nicht selbst irgendwann ein heiliges Buch zusammen. Ich habe gehört, dass es nicht gut ankommt, wenn man heilige Bücher verändert. Wobei das hier wahrscheinlich auch nicht viel ausmachen würde. Nö. Wo kommen wir da ein? Gefängnisvorraum. Okay. Ich will gar nicht so genau hinschauen. Freiwillig gehe ich da nicht rein. Und selbst wenn ich was rausholen könnte, werde ich das nicht tun. Das darf in keiner Küche fehlen. Auch nicht bei Kannibalinnen. Vulva Corporation, natürlich. Ist klar. Das sind eine Menge Broschüren über alles Mögliche, was es auf der Insel gibt. Das hier scheint eine Rekrutierungsbroschüre zu sein. Die nehme ich mit. Das ist ein einfacher Rekorder für Kinder. Oder für mich. Zum hinteren Teil der Insel. So, dann gucken wir noch mal, was wir hier Schönes haben. Das war mal eine Eistruhe, aber heute, nicht mehr. Ah, hübsche Kühltruhe. Vielleicht kann ich mit der noch was anfangen. Ich mach mal ein Foto davon. Das verstehe ich noch nicht ganz, aber... Ich mag seinen Anzug gar nicht... Ich habe das Dossier gefunden. Oh, wie schön. Ich hoffe, es hilft Ihnen bei der Suche und wir können dann beide die Höhle genießen. Sicher. Brauchst du noch irgendwas? Oh, ich langweile mich schon ein wenig. Aber ich vertreibe mir die Zeit mit meiner ausgeprägten Fantasie und mit der Planung, welche Spielereien ich als nächstes ausprobiere. Wussten Sie schon, dass man ganz außergewöhnliche sexuelle Erfahrungen machen kann, bei denen der Geist kurzzeitig den Körper verlässt? Eine außerkörperliche Erfahrung? Ich bevorzuge sexuelle Erfahrungen in meinem Körper. Sie wissen ja nicht, was Ihnen entgeht. Ich muss dringend weg. Ach, wie schade. Was für eine Verschwendung von Sexmöglichkeiten. Hat der etwa der Schwester Oberin gehört?
Vielleicht sollte ich ihn anziehen, damit er mich etwas bremst. Den nimmt er mit? Nö, nee, ist klar. Irgendwie wirkt sie etwas unterkühlt. Ich habe genug Bilder von Frauen. Ja, sicher. Gut, also hier ist erstmal nichts. So, dann besuchen wir mal die Königin. Dann würde ich sagen, dann können wir auch einen Cut setzen. Mal gucken, was gibt's denn da Schönes? Und letzte Nacht war es wieder besonders schlimm? Ja, ich konnte kaum schlafen. Sie hat bis zum Morgengrauen rumgespukt, ist überall herumgeglitten, hat geflüstert. Ich hasse es, wenn sie flüstert. Kannst du verstehen, was sie sagt? Irgendwas darüber, dass sie uns beschützen will. Sie sollte uns lieber mal ausschlafen lassen. Hey, wer ist das? Huh? Rauskomm! Keine Angst, ich bin's nur. Hatten wir dich nicht eingesperrt? Ich bin freigesprochen worden. Oh, überraschend. Was? Ist er gar nicht? Einspruch! Komm mit! Und wehe, du brichst nochmal aus. Aber von wem habt ihr denn eben geredet? Von der Schwester Oberin. Sie geistert hier rum. Wenn sie uns nur endlich in Ruhe lassen würde. Darf ich mal kurz mit Faith reden? Geht auch ganz schnell. Nein. Faith, bitte. Zurück ins Gefängnis mit ihm. Bewegung! Und diesmal bleibst du da drin. Natürlich. So komme ich bei Ihnen nicht weiter. Zuerst muss ich diesen Geist loswerden. Okay. Das würde ich sagen, machen wir jetzt in der nächsten Folge. Ich bin euer Mr. Venom 1945. Gleich geht's weiter. Bis gleich.